Weiter geht es mit Against the Storm und mit unserer Ambition, hier Kekse endlich mal herzustellen, dass die noch rechtzeitig fertig werden für das Weihnachtsgeschäft. Wir haben hier schon ein bisschen was gebaut. Und wir haben auch gerade ganz viele Sachen freigeschaltet. Einmal gucken, hier das Erntelager. Ja, das ist ja nun wirklich deaktiviert. Ich packe das mal ganz irgendwie weit weg. Oder haben wir irgendwas? Nee. Ich packe das mal hier ganz an den Rand irgendwie. Da stört es uns nicht. Hier haben wir die Regenmühle. Mehlproduktion ist da. Und haben wir schon das Kochhaus im Auftrag gegeben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich sehe es zumindest nicht. Das Kochhaus könnten wir dann mal hier hinstellen. Da passt es ganz gut. Noch eine Straße bitte. Und wir brauchen wieder Häuser. So nebenbei noch eine allgemeine Unterkunft. Ja, können wir doch hier eigentlich ganz gut noch hinsetzen. Hier auch mal einen kleinen Weg drüber. Hier könnten wir mal weitergehen zu der Lichtung. Mal Lichtung erkunden, bringt viele Vorteile. Und dieser Kollege hier... Oh, ist aber viel passiert. Dieser Kollege könnte... Ja, wir könnten uns durchaus auch mal zu dieser Lichtung vorwagen. Warum eigentlich nicht? Oder hier ein bisschen für Platz sorgen? Hm. Mal überlegen. Oder hier hinterm Haus. Hier können wir es noch machen. Hinterm Lager. Ist noch eine gefährliche Lichtung, aber das kriegen wir schon hin. Hilfe der Königin ist erledigt. Und Neuankömmlinge sind auch da. Wir machen erstmal den Auftrag fertig. Erstmal Auftrag fertigstellen. Wir bekommen Pilze, das ist schön. Pilze sind super, aus denen können wir Pilzmehl machen. Und die Kleinfarm, die schalten wir frei. Für Getreide, auch damit können wir dann Getreide herstellen. Super, großartig, ganz toll. Und dann die Neuankömmlinge, die warten. Wen holen wir uns jetzt? 4 Menschen und 3 Echsen? Oder 3 Menschen, eine Echse und 2 Biber? Hier sind es in Summe mehr. Biber brauchen wir momentan. Wir brauchen eher Menschen zum Kochen für die Kekse. Ich bin für die vielen Menschen. Die Ressourcen sind es eigentlich egal. Wir nehmen mal die Menschen. Ich gucke mal in den Chat. Hi, Kyota. Ja, das ist ein guter Hinweis, den du mir da gibst. Überlege ich mal. So. Das Kräutersammellager hat kein Vorkommen mehr in der Nähe. Aber wir haben, wissen ja, dass wir hier oben lecker neue Pilze haben. Können wir gleich hier hingehen. Hier ist auch schon eine Straße. Ist ja perfekt. Direkt nebenan. Okay. Macht das jetzt da richtig positioniert? Ja, sieht ganz gut aus. Dann ist unser Kochhaus fertig geworden. Und Echsen mögen es gerne in der Wärme zu sein. Dann bitte einmal. Oh, ganz viele Echsen. Die waren froh, wann die viele Echsen haben. Echsen ohne Ende. Fleischspieße wären cool für die Echsen selbst. Und Kekse sind auch cool. Für die Kekse bitte. Ja, Beeren gerne einsetzen. Und wir brauchen Beeren auf jeden Fall. Und für die Fleischspieße. Gerne. Ja, die Pilze brauchen wir fürs Mehl. Dann lieber nicht die Pilze, sondern Fleisch, Insekten, Eier geht auch. Die Eier ernten wir gleich hier oben. Okay, und Wurzeln haben wir auch nicht. So machen wir das mal. Wir sollen mal ordentlich Nahrung produzieren. Und dann habe ich gesagt, wollen wir die Eier noch abbauen. Dafür brauchen wir ein Trepperlager. Das könnten wir mal hier hinbauen. Vielleicht. Hier hin. Gerne einen Weg, dass sie da schnell nach oben hinkommen. Und hier ist ein Baum im Weg.
Ist ja lustig. Katze und seine Wege. Ordnung muss sein. So kann es jetzt funktionieren. Ich bin gespannt. Pasteten, die ersten Pasteten sind da. Produzieren wir gerade Pasteten? Ich dachte, wir produzieren Kekse. Ich weiß, die Echsen sind auf jeden Fall zufrieden. Das ist gut. Luxusgüter sollten wir auch produzieren. Das haben wir uns gesagt, dass wir das irgendwo machen können. Wo war denn das nochmal, Leute? Luxusgüter. Ich gucke nochmal nach. In der Tischlerei. Können wir anknipsen? Können wir uns auch vor Ort angucken? Wenn wir genügend Bretter haben. Wir sagen mal mit Priorität 1 Bretter und erst wenn wir 50 Bretter haben, dann gerne auch Luxusgüter bauen aus. Ach, wir haben gar nichts. Wir können gar keine Luxusgüter machen. Schriftrollen in der Regenmühle oder Weber. Vielleicht nehmen wir den Weber, machen wir ein bisschen Trainingsausrüstung, müssen wir dann aber auch erst produzieren beim Weber. Wo ist nochmal unser Weber gewesen? Das Kochhaus. Das hier der Weber. Dann reichen wir uns auch erstmal 60 Stoffe. Dann kann der noch ein bisschen Trainingsausrüstung machen. Aus Steine. Sammeln wir Steine gerade? So. Kompliziert, ne? Man kann sich da sehr verlieren. Das Trepperlager ist fertig. Bitte Echsen einsetzen, die mögen das. Seht aber, wir haben hier schon jetzt ein passives Einkommen. Das ist ganz toll. Die Biber sind ganz schön anspruchsvoll. Da müssen wir erst noch höher kommen. Die nächste gefährliche Lichtung ist entdeckt worden. Wieselflügelnest, Ackerbeerenbusch, Nährboden, Versteck, offenes Gewölbe. Oh. Ist bestimmt gefährlich hier drin. Ja, ist es. Wir haben eine Bedrohung. Eine kleine Pestwolke. Tötet all. Oh Gott, das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Ein Ritual ausführen oder den Eingang vergraben. Das hier wäre eine Verderbnisentscheidung. Das ist eine Loyalitätsentscheidung. Das ist für uns aktuell noch nicht relevant. Im Laufe der Partie werden ja weitere Features freigeschaltet. Das ist durchaus relevant, welchen Typ man wählt. Hier bekommen wir Gnade der Königin. Was passiert hier? Feindseligkeit des Waldes wird um 100 erhöht. Und aber wir könnten das ganz gut mit dem Harz ausführen. Wir bekämen Kupferbaren, Truhe. Ja, brauchen wir aber alles nicht so dringend. Oder wir vergraben den Eingang einfach mit ein paar Stoffen. Alle Holzfäller und Sammler erhalten 12 auf Entschlossenheit. Das ist ja böse. Arbeiten die daran? 3,5 Minuten. 12. Weil sie ein bedrohliches Flüstern hören aus dem versiegelten Gewölbe. Zwölf ist krass. Wann kommt denn der Sturm? In 3. Oh, das ist, wird aber knapp. Ich mache lieber Zorn des Waldes. Auch wenn wir das nicht so dringend, das können wir verkaufen. Wir machen Zorn des Waldes, schicken 2 Menschen hin. Und wir sehen, dass dadurch jetzt sind wir schon auf Stufe 2 gekommen bei der Feindseligkeit des Waldes. Wir waren eben auf Stufe 1, auf Stufe 0. Aber wir könnten da was gegen tun. Ihr seht, die Entschlossenheit geht natürlich massiv runter. Sie würde auch noch weiter massiv runtergehen. Wäre jetzt ein Sturm da. Wir könnten zum Beispiel Opfer erbringen. Mit ein bisschen Brennstoff.
das zu senken. Aber noch tut das nicht zu doll weh. Ja, unsere Entschlossenheit geht runter. Dadurch haben wir dann keine passive Reputation mehr hier. Aber das ist ja nur temporär. Machen weitere Aufträge. Wir könnten uns hier mal wieder entscheiden. So, 8 Menschen, das kriegen wir hin. Müssten wir einmal Kleidung einkaufen, dann kriegen wir das auch hin. Kommt sofort 3 neue Menschen. Eierproduktion wird erhöht, das wäre ganz cool. Uralte Tafeln haben wir überhaupt noch nicht gefunden. Wir nehmen mal die menschlichen Dorfbewohner. Und hier Ackerflächen anbauen, das kriegen wir hin. Feldfruchtpakete kriegen wir wieder nicht so gut hin. Was ist das? Ruinen wieder aufbauen oder ausschlachten. Das kriegen wir hin. Proviantpakete kriegen wir nicht so gut hin. Welche Belohnung ist cooler? Zweifelsfall die Landwirtschaft. Aber wir haben ja hier schon ganz gut was geschafft. Apropos Landwirtschaft, könnten wir jetzt mal einen Angriff nehmen? Denn wir haben jetzt ja eine kleine Farm, über die wir Gemüse und Getreide anbauen können. Und wir haben hier Gott sei Dank eine schöne Ackerfläche, die wir auch nutzen sollten. Ich will dann auch hier natürlich Äcker haben. Brauchen wir Gemüse für irgendetwas bei irgendwelchen Rezepten? Ja, für unsere Fleischspieße. Dann sollten wir auch Gemüse mit weiter anbauen. So. Ich glaube, es ist gerade das Ereignis gelöst worden. Und das noch nicht. Irgendwas, was ist denn gerade passiert? Was war das gerade für ein Signal? Da könnte das Spiel tatsächlich etwas stärker sein. In Mitteilung, was gerade passiert ist. Acker ist fertig. Menschen lieben Ackerbau, das ist doch großartig. Damit ist auch dann Getreide da. Wir müssen also nicht nur auf Pilzgetreide setzen oder das Pilzmehl, sondern können bei unserer Regenwassermühle, die wir gebaut haben, hier auch, aber eh schon auf Getreide setzen. Haben wir einen Händler, der da ist? Holzfäller sind noch fleißig dabei. Hier können wir mal ein bisschen sagen, machen wir erstmal diese hier weg. Ist denn unser Händler da? 3 Minuten kommt die nächste Händlerin, okay. Die Echsen werden unglücklich, alle werden unglücklicher. Was ist da los? Der Feindseligkeit des Waldes, ach, das ist doof. Aber jetzt. Jetzt haben wir eine neue Lichtung entdeckt. Okay. Noch ein paar Pilze. Ein Regenpunk-Bohrer. Und ein bisschen Nahrung. Was macht denn der Regenpunk-Bohrer? Können wir reparieren? Da würden wir Kohle bekommen. Ganz cool. Haben wir genügend Werkzeuge? Haben wir. Haben wir genügend Einwohner? Haben wir auch. Aha. Ja. Bitte einmal reparieren. Neue Aufträge freigeschaltet. Wir gucken uns das mal an. 4 weitere Lichtungen entdecken. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Baumaterialienpakete könnten wir bauen. Was ist wahrscheinlicher? Ja, wir können mal die Zitadelle bauen, komm. Und hier 16 Biber. Haben wir 10. Oh, kriegt man vielleicht hin. Konservengläser werden geboostet. Oh, Kekseproduktion wird hier geboostet. Das will ich haben. Die Werkzeuge, die kriegen wir auch beim Tischler gut hin. Und in der Regenhülle kriegen wir die Baumaterialien hin. Cool. Das nehmen wir uns als Ziele vor.
ganz schön viel. Also beim Händler Kleidung kaufen, Baumaterialien und Werkzeuge produzieren. Alles klar. Lichtungen. Ne, Lichtung aufdecken müssen wir es doch nicht. Okay. Also zumindest nicht aufgrund der Aufträge. Wie sieht das denn aus? Die Nahrungsvorräte, die gehen aber ganz schön deutlich nach unten jetzt. Pasteten haben wir immer noch. Die Kekse reichen nicht. Was macht denn unsere Keksproduktion? Brauchen wir eine zweite Bäckerei? Ist der Tischler? Wo ist denn unsere Bäckerei? Ist das die Bäckerei? Kochhaus. Ja, wir haben das Problem. Kekse, Kräuter, Beeren oder Wurzeln brauchen. Die Fleischspieße auch. Kräuter, Beeren, Wurzeln. Das ist aber Gemüse. Kräuter, Beeren, Wurzeln. Haben wir noch eine Ackerfläche frei? Kräuter, Beeren oder Wurzeln. Wir hatten doch hier irgendwo noch ein Lager versteckt, was wir nicht eingesetzt haben. Das war dafür nicht gedacht. Ah, hier, da. Nahrungssammellager, Kräutersammellager. Können wir Gemüse einsammeln aktuell? Ist doch ärgerlich. Beim Gemüse bekommen wir Insekten mit dazu. Beeren haben wir gar keine mehr. In der Plantage könnten wir immerhin Beeren anpflanzen. Und wir haben kein Ackerland mehr. Ah, ist das ärgerlich, Leute. Die Moral der Echsen geht auch nach unten. Ja, weil wir keine Fleischspieße machen mehr können. Wir brauchen den Händler, wir müssen Rohstoffe kaufen. Vielleicht können wir was Passendes hier uns freischalten, das uns hilft. Ist egal. Hier würden wir sowohl Dörrfleisch, Keramik und Weihrauch erstmal herstellen können. Die Räucherei. Und ein Kräutergarten. Damit könnten wir Wurzeln und Kräuter produzieren, aber auch nur über Äcker. Oh, in der Schenke könnten wir Bier ausschenken, das wir nicht produzieren. Oder Wein. Alles doof. Der Regenpunk-Bohrer, der braucht noch den Startbefehl. Kommen wir aber nur Kohle. Ich will Beeren haben. Ich will einen Händler haben. Herr mit dir. Also die Plantage haben wir freigeschaltet, aber wir haben ja kein Ackerland. Doch, ach, hier haben wir Ackerland. Da. Oh, und hier haben wir Beeren. Das eben alles übersehen. Das ist doch großartig. Hier sind doch genau die Beeren, die wir brauchen. Und das Ackerland auch. Sofort eine Straße hin, bitte. Oh Gott. Ich dachte schon, es wäre alles vorbei jetzt, Leute. Sehr schön. Also. Was haben wir gesagt? Wir brauchen Beeren. Dann werden wir hier auch Beeren produzieren. So ist es irgendwie am effizientesten. Ja, halt kurz durch den Wald gehen. Pflanzenfasern glaube ich eher nicht. Einmal bitte bauen und dann für die Beeren hier. Machen wir doch das Kräutersammellager. Sammelt hier die Pilze ein. Wir brauchen ein zweites Kräutersammellager. Hierhin.
Das Lager ist Gott sei Dank weit genug. Also nicht weit genug. Nicht weit, zu weit weg, würde ich sagen. Das offene Gewölbe ist auch abgeschlossen. Oh, Gott sei Dank. Ah, das meintest du auch mit der Lichtung. Alles klar. Es ist Sturmphase. Wir sind auf Stufe 1. Das ist unschön, weil jetzt hier... schaut mal, jetzt wird es hier um minus 8 sinken. Die ganze Entschlossenheit. Dem können wir aber etwas entgegenwirken, indem wir von unseren 250 Holz jetzt mal ein bisschen was opfern. Wir sagen mal, ich opfer jetzt mal 40 Holz pro Minute für die nächsten 2 Minuten, also 80. Und bin damit jetzt hier auf Stufe 0 runtergegangen, weil das die Feindseligkeit um 50 produziert hat. Ich könnte das Ganze auch noch weiter erhöhen. Das brauchen wir aber nicht, verbraucht nur viel. Und ich sage auch, dass es nach dem Sturm wieder unterbrochen werden soll. Unsere Opfergabe. Dann sinkt hier die Entschlossenheit nicht ganz so stark. Wir haben einen kleinen schönen Schutzschild hier oben. Haben wir hier schon Äcker gesetzt eigentlich eben bei der Plantage? Da habe ich die Antwort auf meine Frage. Einmal die Äcker bitte hier hinsetzen. Ja, genau. Und ja, wir haben ein paar. Was man auch machen kann, nur um euch mal das Beispiel zu zeigen. Ich höre mal auf mit der Opfergabe. Wir könnten auch sagen, temporär bitte alle Holzfäller einmal die Arbeit einstellen. Denn auch durch die Holzfäller bekommt man ja Abzüge. Dann brauchen wir sogar noch nicht mal mehr Holz ausgeben, aber wir produzieren jetzt halt auch gar kein Holz mehr in der Zeit. Das ist halt auch so eine Sache. Ich persönlich mache lieber wieder die Holzfäller an. In der aktuellen Situation. Ja. Mensch, bitte. Und dann lieber doch einmal hier so rum. Entschlossenheit sinkt trotzdem weiter. Aber Reputation haben wir ein bisschen was aufholen können. War ich gerade die Holzfäller wieder rausgeschmissen? Nee, ne? Wir sind da, Gott sei Dank. Also es hat geschafft. Sturm überstanden. Sahilda ist da. Sahilda, wir brauchen bitte ganz viele Sachen von dir. Was stand auf meiner Einkaufsliste drauf? Wurzeln bitte, Sahilda. Ganz viele Wurzeln hätte ich gerne. Beeren haben wir gesagt, wollen wir auch gerne haben. Kekse können wir bei ihr nicht kaufen. Mehl haben wir auch genug. Diese können wir auch sammeln, haben wir gesehen. Der Rest Eier. Es geht. Wir können erstmal unseren Bernstein ausgeben. Was ist hier unten? Holzfäller sind schneller. Nähtechnik. Brauchen wir alles nicht. Was können wir noch verkaufen? Luxuspakete, glaube ich, die brauchen wir für unsere Aufgaben. Die lasse ich mal hier. Beeren haben wir auch, ja. Ja, haben wir, aber es dauert ja ein bisschen, bis das jetzt alles gesammelt wird. Ich bin ungeduldig. Feueressenz, das ist aber teuer. Stoffen vielleicht was abgeben? Ja, das können wir uns leisten. 21 Stoffe. Wir haben ja gar keine Produktionskette, wo wir die Stoffe jetzt primär weiter brauchen, außer zum Bauen, weil wir leider keine Nähe haben. Das war so. Das sollte jetzt unsere Küche wieder erstmal was zu arbeiten haben. Ach, Kräuter braucht man. Ja gut, Wurzeln haben wir jetzt. Beeren haben wir auch. Das Gemüse.
Gemüse konnten wir hier abbauen, ne? Genau, Moosbrokkoli. Da brauchen wir aber Nahrungssammellager. Das ist ein Erntelager, das kann das nicht. Sammellager kann hier helfen. Das Gemüse. So, neues Jahr. Wir sind schon im Jahr Nummer 5 angekommen, Leute. Wir können eine Keksdiät machen. Das passt doch zur Weihnachtszeit. Das Lieblingsgerät eines Bauern. Bauern haben eine Chance von 75% doppelte Erträge zu erzielen, wenn der Effekt Kekse aktiv ist. Ja, oder Neueinkömmlinge kommen schneller an, aber lieber die Keksdiät. Die Sammler sind noch ein bisschen überfordert. Aber das kriegen sie im Laufe der Zeit, kriegen wir wieder weg. Aha. Sammler, bitte. Wir haben zu wenig Leute. Wann kommen die nächsten Leute? In 3 Minuten. Ich habe gerade gesagt, ich brauche keine Leute mehr. Lemles. Willst du uns noch Gemüse geben? Ich könnte Harz tauschen. Aber Gemüse ist deutlich mehr wert als Harz. Dann lieber nicht. Wird jetzt ja auch Gemüse mit angebaut, ne? Da ist das nicht ganz so kritisch. Aber wir können es trotzdem mit abbauen, weil wir auch Insekten dadurch mitbekommen. Ein paar neue Häuser könnten wir uns gerne gönnen. Ja. Brauch mal hier mehr Platz, bitte. Ich will hier neue Häuser bauen. Bitte einmal mehr Platz schaffen, bitte. So, die Luxusgüterlieferung, die können wir abschicken und wir bekommen direkt 4 neue Leute. Großartig. Und nochmal Gold zum Handeln. Und Mehlproduktion ist gesteigert durch einen schweren Mühlstein. Ist ja hervorragend. Das heißt, wir haben wirklich bis genügend Leute da. Die Echsen sind schon wieder glücklich. Ich liebe die Echsen. Können wir allgemein gucken, wie wir die Leute eingesetzt haben. Kochhaus sieht gut aus. Farm und so weiter sieht auch gut aus. Regenmühle, da könnten wir noch einen durchaus mit einsetzen. Einen Weber könnten wir noch unterstützen. Hier, Kräutersammellager. Haben wir mal die Echsen dazu. Bäckerei hier unten. Die ist ja noch gar nicht in Betrieb. Könnten wir mal machen. Nehmen wir alle hin. Und ich meine, hier würde es einmalig Kekse geben. Kekse haben wir denn überhaupt? Kekse läuft ganz gut an. Pasteten noch nicht. Die könnten wir dann hier bauen. Wir bauen das mal hier ganz schnell. Neuankömmlinge warten. Schalte ich mich mal für diese Gruppe, weil wir Biberhäuser haben und weil wir Eier gut nutzen können für unsere Fleischspieße und noch ein bisschen was zum Handeln haben und mir die Ressourcen nicht so zusagen. Und das sind 6 Leute, das sind 8 Leute, aber die 6 Leute reichen erstmal. Bedürfnis nach Kleidung muss erfüllt werden. Kriegen wir irgendwas hin für Kleidung? Ich nehme mal die Schenke, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir sie jemals bauen werden. Jetzt hätte ich gerne Kleidung. Mäntel, Tuchmacher, ja! Kleidung wollten wir doch bauen. Tuchmacher, ganz großartig, denn Stoffe können wir sehr effizient bauen. Ein Tuchmacher, bitte.
Ein Tuchmacher bitte in der Nähe vom Lager bauen. Hier. Super, damit können wir nämlich wieder dann die Bedürfnisse stillen, denn sowohl die Menschen mögen gerne Kleidung, als auch die Biber. Ich glaube, die Echsen, denen ist das egal. Ach, die hatten übereingelegte Nahrung. So, da ist der Tuchmacher schon da. Trinkschläuche, Schriftrollen brauchen wir nicht. Spezialisierung haben wir nicht. Und Tuch haben wir genug. Ist ja perfekt. Wie viel wollen wir produzieren? Aus einem Tuch 12. Ach. So effizient sein, da brauche ich gar kein Limit angeben. Sehr cool. Und das Stadtgebäude, eine Schenke. Wir können zumindest Spielmannsgeschichten erzählen. Können wir auch mal errichten. Einfach weil wir es können. Auch wenn wir kein Bier haben. Weil wir kein Bier brauen können. Ich habe hier außersehen jetzt auf den Knopf gedrückt, liebe Leute, die diese Spezies bevorzuge. Die bekommt dafür 5 Entschlossenheit mehr, aber die anderen minus 5, das mache ich wieder weg. Das war nur ein Versehen. Bringt uns auch nichts. Hat eine kurze Abklingzeit. Kann man mal kurz eine Spezies boosten, wenn man möchte. Wir brauchen wieder viel mehr Häuser. Biber, wir brauchen allgemein mehr Häuser. Deshalb bauen wir wieder Unterkünfte. Ja. Einmal hier hin. Kann auch weiterlaufen lassen. Ein Biberhaus daneben. Wir nochmal eine normale Unterkunft hinsetzen. Okay. Was ist hier in der Mühle los? Wir brauchen doch Baumaterialienpakete. Warum produzierst du keine Baumaterialien? Wir können weiter Baumaterialien produzieren. Brauchen wir hier zum Abgeben. Werkzeuge. Wer kann nochmal Werkzeuge produzieren? Und die Schenke, da könnten wir 3 Leute einsetzen. Ja. Dann haben wir zumindest Spielmann-Geschichten und deshalb bekommen wir überall plus 3 auf die allgemeine Entschlossenheit. Ganz gut aus. Fehlt ein bisschen. Also wir haben ganz gut die Fleischspieße, Pasteten noch nicht. Kekse haben wir. Also es wächst alles an. Das sieht gut aus. Wir können neue Aufträge uns holen. Aber erstmal wollen wir ja hier die Bäckerei in Betrieb nehmen. 2 Echsen. Tendenziell mit Pasteten, bitte. Die wir noch gar nicht produzieren. Auch Mehl verbrauchen. Aber beim Mehl sieht es... Ja, es geht runter. Müssen wir mal in unserer Regenmühle nachgucken. Müssen wir aufpassen, dass uns das Mehl nicht alle geht. Vielleicht brauchen wir eine zweite Mehlmühle. Pilze sind noch genügend da. Getreide lässt noch auf sich warten. Wird ja immer erst im Sommer geerntet. Aber die menschlichen Dorfbewohner, wenn wir das jetzt aushalten, mit den Kleidung, die wir gerade produziert haben, sieht das ganz gut aus. Das Nahrungssammellager hier will verschoben werden. Gerne. Hier gibt es noch was. Verdrückt. Sturmstufe 1 ist irgendwie doof. Wir machen wieder unser Holz an und Opferung. Und die hier gar nicht so weit runterrutschen und wir nach Möglichkeit weiterhin passive Entschlossenheit sammeln. Das sollte jetzt unser Ziel sein, möglichst hier im blauen Bereich zu bleiben, wenn es irgendwie geht. Die
Biber bekommen auch schon ein Plus für die Kleidung. Sehr gut. Sturm ist durch. Überfüllte Häuser. Ja, da haben wir kein Problem mehr mit dem Häuserbau. Alle Häuser bieten einen zusätzlichen Platz. Weitsicht. Über die Häuser. Sehr gut. Gibt uns noch ein Haus für eine Echse. Naja. Einer Echse können wir gerne noch eine Unterkunft bauen. Freut sie sich. Baumaterialien sind bald fertig. Hier Auftrag fertig. Bekommen mehr Eier, nochmal Menschen. Die verbrauchen natürlich auch alle Nahrung. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Baumaterialien können wir dann auch gleich rüberschicken, sobald die da sind. Das ist gut. Es wird jetzt relativ schnell gehen, Leute. Es ist immer so, zum Ende hin gibt es auf einmal dann Schlag auf Schlag. Was können wir uns hier noch aussuchen? 16 Menschen brauchen wir. Wie viele haben wir denn? Das sehe ich genau nicht. Ist das 70? Das haben wir ja schon erfüllt. 16 Menschen kriegen wir doch hin. Da haben wir schon 17. Und Ackerflächen, Feldfruchtpakete, ja, ist egal. 30 Sekunden warten. Dann haben wir hier schon die Stufe erfüllt. Ein neues Gebäude könnte gebaut werden. Ein Echsenhaus, ein Menschenhaus. Wir könnten die Echse nochmal. Was denn? Weil wir nicht so viel Lehm haben, das ist dann schwierig. Hier brauchen wir das aber auch. Bin ich mir unsicher. Erstmal will ich jetzt aber diesen Boost mir holen. Aber 3 pro Minute. Gleich geschafft, Leute. Das ziehen wir jetzt noch durch. Oder soll ich aufhören? Menschen sind fertig. Wieder eine Reputation und Bernstein zum Kaufen. Keramik. Würden wir Keramik haben, wäre es besser in der Produktion. Da sind wir hier wirklich kurz davor. Aber die Bedürfnisse steigen auch immer weiter. Wir können einmal ein Menschenhaus uns holen. Wir haben relativ viele Menschen. Wir haben gesagt, wir sind auch eine Menschensiedlung. Die Menschen noch ein bisschen Paro. Weil wir dafür erstmal Ziegelsteine bräuchten, um weiterzubauen. Ah, da kommt der Händler. Wenn man von ihm spricht. Hallo. Hallo, hallo. Also, wir wollen wieder glücklich sein, bitte. Hier sind jetzt gerade alle sehr glücklich. Ich gucke mir trotzdem noch mal kurz an. Im Lager. Okay, hier ist am besten gucken. Hier bei der Nahrung. Fleischspieße sieht gut aus. Kekse. Wir brauchen mehr Kekse, Leute. Kekse, Pasteten gerne. Kekse und Pasteten, wenn du welche da hast. Hast du Kekse? Du hast Kekse. Rück die Kekse raus. Hast du auch Pasteten? Haferbrei. Fleischspieße haben wir 40, Haferbrei haben wir gar nicht. Könnte man machen. Das wollen die ja alle haben. Eingelegte Nahrung werden sie auch lieben. Mehl haben wir noch genug. Dafür können wir mal unseren Bernstein ausgeben. Wir könnten noch ein paar Pilze. Die Pilze haben wir noch. Eier haben wir auch noch. Fleisch haben wir wenig. Kräuter haben wir keine. Kräuter dazu holen. Ja, das reicht auch.
Das hier unten, Weihrauch, ist alles nicht mehr relevant. Das sollte uns jetzt einen guten Boost geben hier bei der Entschlossenheit. Dass das jetzt wirklich nur eine Frage der Zeit ist. Beziehungsweise das Baumaterialienpaket ist da. Das bedeutet, festhalten, liebe Leute, denn wir haben es geschafft. Siedlung abgeschlossen. Die Position des Dorfes ist gesichert. Du kannst jetzt wählen, ob du diese Karte verlassen oder weiterspielen möchtest. Aber wir bekommen keine Errungenschaften mehr. Haben Erfahrung bekommen. Ganz viele Taten abgeschlossen. Das erste Spiel, Königswälder. Wir haben gut gehandelt, erkundet. Die Königin ist relativ geduldig mit uns gewesen. Über 40 Dorfbewohner. Es ist keiner gestorben. Und wir haben auch kein aufgegebenes Versteck geöffnet. Okay. Hier sehen wir die Punktzahl. Und dafür bekommen wir jetzt am Strich 14 Belohnungen und ein Siegelfragment. Wir gehen zurück zur Weltkarte. Und könnten jetzt nochmal ein Tutorial spielen zum Thema Feindseligkeit und Handel. Viel später kann man auch noch mal ein Tutorial spielen zum Thema Regenpunk und Pestfäule. Ist beides noch nicht aufgetreten. Aber natürlich würde man als erstes jetzt wieder zurückkehren in die schwelende Stadt und sich dort ein paar weitere Vorteile freischalten und dann hier die nächste Siedlung gründen, bis wir dann hier unten bei diesem Bronzesiegel sind, das wir ja unbedingt entdecken wollen. Und das, wie das funktioniert, schauen wir uns an beim nächsten Mal.